Willkommen Freunde, beim letzten Mal hatte ich leider Probleme mit meinem Abo, deswegen hat es eine Woche länger gedauert. Ich habe den nächsten Char auf 70, habe mit dem auch schon ein Dungeon gemacht. Deswegen starten wir erstmal mit dem Jäger und vorher natürlich nochmal Weekly haben wir 5 Zeitwanderungs-Dungeon abschließen oder Schlachtzug-Bosse, okay. 415er Truhe. Sehr schön. Zeitwanderung ist natürlich auch sehr geil, um dann Twinks hoch zu leveln und auch auszurüsten. Wir haben Burning Crusade. Wunderbar. Da freue ich mich drauf. Paladin steht auch in den Startlöchern. Muss gelevelt werden, werde ich dann höchstwahrscheinlich über Zeitwanderungs-Dungeon machen. Und wir schauen mal, was wir jetzt in der Schatzkammer drin haben. Das ist ja das Wichtigste. Im Prinzip ist es ja egal. Ich brauche alles. 415er Rücken. Wunderbar. Ich habe einen 376er. Sehr schön. Wir genehmigen uns das Ding. Na, komm schon. Und nun können wir mal schauen. Okay. Ist in Ordnung, der Key. 9 Umhang, wunderbar. Und damit ist er hier auf 388. 390 kriegen wir auf jeden Fall hin in dieser Woche. Aber damit ist der Jäger erledigt und wir springen weiter zur Dämonenjägerin. Und hier können wir direkt zur großen Schatzkammer. Ich habe mit ihr auch nur ein Dungeon gemacht, um entsprechend an die Belohnung zu kommen. Hände, sehr schön. Nehmen wir natürlich auch direkt. Ich habe jetzt im ersten Moment gedacht, dass wir hier eine Waffe haben. Aktuellen Hände sind natürlich auch absolute Grütze, klar. Einmal auswechseln. Das brauchen wir nicht auswechseln. Und Neltarions Hort. Habe ich irgendwie so häufig, laufe ich auch so häufig. Aber okay. 392 neuer Gearscore und damit machen wir mit dem letzten im Bunde weiter, dem Druiden. Und auch hier geht es direkt zur großen Schatzkammer. Auch mit ihm war es ein bisschen sparsam, weil ich halt auch Probleme mit meinem Abo hatte. Eine Waffe, sehr geil. 421er, Tempomeisterschaft in Ordnung. Aber das ist natürlich auch verdammt geil, um besser Aggro aufzubauen. Diese Waffe lege ich sehr gerne an. Wunderbar. Der Key ist Freihafen 5. In Ordnung. Also Freihafen ist immer gut. 5er können wir ohne Probleme aufwerten. Und damit ist er hier schon auf 407. Mit der Weekly, wenn man da irgendwie was Passendes bekommt, am geilsten wäre natürlich hier Handgelenke. Dann könnten wir hier eventuell so in den Bereich 410 kommen in der nächsten ID. Das wäre auf jeden Fall schon ziemlich geil. Und ich werde auch noch versuchen, einen weiteren Char hochzuzocken. Tank, Paladin, den werde ich dann auf Tank und eventuell auch auf Heal zocken. Aber hauptsächlich Tank. Ich hoffe, ich werde die Zeit finden. Ich hoffe, ich kann sehr viel Zeit investieren, damit jetzt auch immer mehr und mehr WoW-Content hinzukommt.